Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer fresh neuen Folge Minecraft Lucky Blocks Roulette. Heute in einem 1 gegen 1 gegen einen ganz besonderen Gegner, Let's Filson. Hallo. Ja moin. Ja morgen, lang nicht mehr gesehen hier auf dem Kanal. Leute, er kennt das Format noch nicht, deswegen erkläre ich nochmal ganz kurz die Regeln. Wir haben ganz viele Kisten, wir werden abwechselnd immer eine Kiste abbauen, dort verstecken sich, noch nicht öffnen, ja. Dort verstecken sich Lucky Blocks oder Bücher oder eine Niete. So, wenn wir die gelootet haben, werden wir hier zu diesem nicen Areal transportiert und dort werden wir dann die Blöcke öffnen und am Ende uns mit dem Stuff battlen. So, bisher habe ich jede Runde gewonnen, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher. Mal sehen, ob du das unterbrechen kannst, Phil. Du weißt. Hoffe ich. Leute, wenn ihr mehr Episoden von Lucky Blocks Roulette sehen möchtet, nicht vergessen, den Like-Button zu flanken. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal auch abonniert. Wir haben übrigens gestern 760.000 Abonnenten geknackt, Leute. Sehr starke Leistung von euch. Vielen, vielen Dank. Plus gibt es den Xbox-Gewinner. Der Gewinner der Xbox heißt Flo_X03. Schreib mir eine YouTube-Nachricht, mein Guter, du hast eine Xbox gewonnen, damit ich dir die zuschicken kann. Sehr, sehr, sehr wichtig. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Wir legen jetzt los. Let's go. Phil, du darfst anfangen. Let's go. Jo, ich nehme direkt mal diese Kiste hier. Okay, nein. Du musst die abbauen, Phil, mit der. Deswegen hast du die Axt bekommen. Och, Mann. Na, besser als eine Niete immerhin. Ja. Let's go. Oh, Astral. Ja, auch nicht schlecht. Jetzt nicht das Beste, aber auch nicht schlecht. Ja, komm, dann mache ich mal die hier. Oh, die sind gut, ne? Okay. Süßigkeiten waren das, oder? Ja, die sind nicht schlecht. Lucky Blocks. Die sind nicht schlecht, so. Ich habe, oh, was die Dönerröschen. Die Dönerröschen, okay. Also sind, glaube ich, die besten. Die Ecke sind immer die besten, glaub mir. Oh nein, null. Auch Astral. Ja, gab's doppelt. Ich nehme die hier. Zack. Und die Flower. Nee, nee. Also ja, sind nicht schlecht, aber gibt besser. So, dann nehme ich mal die hier. Nein, die sind richtig gut, Alter. Galaxy. Okay, wir nehmen die hier. Oh nein, die erste Niete. Ich habe eine Niete. Oh, und ein Buch. Was ist das denn? Okay. 5. Dein Gegner muss den letzten Lucky Block wieder löschen. Oh nein! Okay, das sind die Flower. Oh Mann, ey. Zum Glück. Okay. Ja, so gut waren die nicht, aber gut, dann pack ich die mal rein. Oh Mann, jetzt habe ich nur 10 Blöcke gerade. Okay, wir bauen mal den hier ab. Das ist ja schön. Oh, die Phönix. Okay, nice. Okay, dann diesen hier. Ja, nein, Cat. Ah, nicht so krass, nicht so krass. Nein, ich muss mal was Krasses hier. Mal wieder ein Truhe, das ist gar nicht wahr, seine Niete, ey. Ich mal diese hier ab. Die Backer. Jetzt muss aber was Krasses kommen. Hier, gib mal Shade oder so. Drück mal raus hier, Roulette. Ja, Pizza, also nicht schlecht. Da komm, baue ich die direkt nebendran ab. Haha, Niete. Das ist eine Niete. Oh, na, stimmt, klar. Oh, die Wonder Woman. Okay, das sind die Kiste hier mit. Diese hier. Oh, was war das? Was war das? Das waren Computer Lucky Blocks. Oh, die sind richtig gut. Da kannst du Hacker-Rüstung mitmachen, wenn du Glück hast. Oh, nice. Ah, okay, wir nehmen die hier vorne gleich mal direkt. Die Ananas. Okay. Ah, hier in der Ecke. Das ist immer eine gute Kiste. Oh. Phönix. Ah, okay. Ich hab's gesagt. Machen den hier. Fußball, jawohl, Leute. Okay. Oh, Lootcase, Helm und. Okay, Waffen. Die kannst du. Öffnest du, willst du direkt öffnen? Ja, mach mal. Ja, mach ich was. Sowieso schon. Gleich passiert etwas. Okay, was kriegst du? Erzähl mal. Hackerwaffe. Als ob du. Nein! Als ob du das Hackerschwert. Ja, nice. Mal die Bikini-Brille. Okay, die weiß ich gar nicht. Was, eine Bikini-Brille? Achso, da weiß ich gar nicht, wie gut sie ist, aber das Hackerschwert ist mega. Ja, wow. Sehr, sehr schön, Leute. Oh, nice, die Fanblöcke, Leute, die sind Gott. Die sind Gott. So, was haben wir denn hier drin? Oh, Item. Okay, nochmal, das sind nochmal, kriegst du Ringe, okay. Ja, machen jetzt ein Geräusch. Ja, weil du die ausgelöst hast. Was kriegst du? Was hast du? Achso, die hier. Oh, schenkst du mir die? Ja, danke. Nee. Die gibst du mir wieder. Ja, die kannst du ausrüsten, wenn du auf den Ring drückst neben deinem Skin. So, okay, Leute. Ich mache jetzt noch einmal und dann darf jeder von uns noch 4-mal. Das heißt, ich mache so einmal, Phil hat ja angefangen. Okay. Nehmen wir mal den hier. Oh, die Deutschlandblöcke, jawoll, Leute. Okay, also, komm, dann mach ich den 4-mal hier. Darfst du jetzt hinterbach. 4-mal hintereinander, einfach straight. Okay, okay, ja, DSL. Und eins. Nein, er als Phantasia, oh, wie nice. Kann man so Lack haben? Sehr schön. Dann die Nuklear. Ah, die sind, oh, nicht schlecht. Aber okay. Machen wir die hier noch. Spiral. Oh, Spiral. Okay. So, ich darf 4-mal. Ja, sollen 4. Okay. So, ich darf 4-mal, Leute. Komm, Crystal oder Shade wünsche ich mir bitte. So einen von beiden. Den hier. Nicht. Okay, ein paar Loot Cases. Nice, die heben wir uns aber noch auf. Hier. Oh, eine Niete, ne? Hier. Nice. Oh, die Crystal, jawoll. Yeah. Die zweitstärksten Blöcke sind das, glaube ich, nach Shade. Bin mir aber nicht sicher. Wobei Phantasia ist auch mega OP. So, einmal darf ich noch, ne? Wir nehmen den hier vorne einfach, Leute. Das sind die Adventure.
Na gut, Leute. Okay, dann gehen wir jetzt mal rüber zur Arena. Du bist Team Grün, ich bin Team Rot. Hier gibt's auch eine Stadtkiste, ja. Phil. Da hast du hier Spitzhacke, Pizza und Rucksack drin. Sehr nett. Und dann rüsten wir uns aus. Wir legen los. Okay, man sieht ja nicht, was der andere bekommt, Phil. Phoenix Sword. Was geht? Ein Hackerschwert soll wieder heftiger sein. Wir öffnen erstmal ein paar Cases. Okay, ich bekomme die Damaszener Stahlhose. Ziehen wir an, Leute. Alter. Pizzateig, Keks, Brustplatte. Oh mein Gott, ich habe einen richtig coolen Schuh bekommen. Ja. Brustplatte auch. Was kann. Oh, ich habe ein Dortmund-Trikot bekommen. Okay, was kann der denn? Erzähl mal. Wie also heißt er denn? Die Hälfte, also drei Viertel Phoenix-Rüstung habe ich irgendwie. Okay. Ah, die hat so fett die. Die brennt so. Ich weiß nicht, wie gut die ist, aber ich glaube, die gibt so Fettdefekte, ne? Ja, die brennt auf jeden Fall. Okay, wir müssen mal gucken, was das Beste ist. Wir haben Schutz 1, Schutz 10, okay. Und hier haben wir, Schutz 12, Leute. Das heißt, Deutschland-Trikot ist auf jeden Fall am besten. Da können wir die beiden hier wegschmeißen, die brauchen wir dann gar nicht mehr. Die Schuhe haben wir auch doppelt, da haben wir hier Schutz 6 und, Das 100-Schwert. Schutz 14, das heißt, das kann weg. Hier haben wir das Schutz 100-Schwert brauche ich schon mal nicht, oder? Also, das schmeiße ich mal weg hier. Minus ein 100-Schwert. Nee, das ist nicht gut, du. Nee. Die Schaufel schmeißen wir schneller als die Polizei erlaubt. Okay, Leute. Was haben wir da bekommen? Da haben wir irgendwas eine Goldmedaille. Ist ja mega OP. Ja, alles klar. Was macht die? Die Goldmedaille gibt mir permanent Stärke 10 und Eile 10. What? Jetzt schlage ich so schnell, dass sich meine Waffe gar nicht mehr bewegt. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, ey. Okay, Leute, haben wir nichts rausbekommen. DSL. Ananas. Ich habe die Ananas-Schuhe. Okay, Leute, mal mit den Pizzen. Ein Pizzakarton, der kann, glaube ich. Kann der Pizza. Oh nee, Leute, der soll nicht die Map zerstören. Ach, danke. Nein! Alter, war das ein Riesengas? Der sah irgendwie größer aus als normal. Keine Ahnung. Okay, was haben wir bekommen? Pizzateig. Ach nee, leere Pizzaschachtel. Okay, das können wir zusammen. Was ist das denn? Was wird das denn hier? Da haben wir eine Pizza. Kann man das auch mit dem Pizzakarton? Hast du das Geräusch? Ja, es regnet, oder was meinst du? Werfbare Potion, Random Blessing. Okay, nicht so geil, Leute. Ein Schneemann. Okay. Alter! Oh, da ist er, Leute. Den kriegen wir. Ich muss den Netherstern finden. Alter! Nein, ich krieg ihn nicht. Alter, wie nice. Nein, ich hab ihn nicht bekommen. Ist ja so bitter, Leute. Also ich hab eigentlich echt gute Sachen, glaube ich. Oh nein. Bei mir geht's bisher noch. Also die Medaille ist halt mega krass. Jetboots sind die erlaubt? Ja, natürlich. Was? Alles erlaubt. Okay. Alles erlaubt. Jetboots, Mensch. So. Eine Ökt Pickaxe mit 100 Damage. Das ist bisher meine beste Waffe, einfach eine Spitzhacke. Moin. Okay, da haben wir die. Ey, Phil, was du hier? Alter, du siehst schon fresh aus auf jeden Fall. Ja. Aber ich kann dir einen Tipp geben. Yo, eine Bazooka. Die Jetboots, damit kannst du zwar fliegen. Aber was Rüstung angeht, sind nicht so krass. Ne? Ja, klar, da wechsle ich schön wieder meine Feuerstiefel. Oh, Leute, eine Pizza-Geschmacksstufe 3, Leute. Dann bauen wir gleich mal die Emeralds ab, holen uns davon ein paar. Amulett der Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob wir das unbedingt wollen, Leute. Ich tue das mal. Geschwindigkeit 10 ist ein bisschen sehr crazy. Wir tun das mal in den Rucksack, Leute. Besser ist. So, wir nehmen mal den Ananas. Da sieht man nach einem Ananas-Schwert. Jo! Das sieht ja mega low aus. Aber ist ganz geil, ey. Ist ganz geil. Was geht denn bei Defekten ab? Liegt das an dem Schwert? Jo, das liegt an dem Schwert. Das gibt mir Recoil oder so. Okay, da buggt meine Resistenz ein bisschen rum. Ich weiß nicht genau, was das macht. Das kommt mir nicht ganz geheuer vor, das Random-Schwert. Wir nehmen erstmal weiter die Spitzhacke. Wir haben den Noob-Killer mit 20 Damage. Ah, das wird wohl nicht reichen, um Phil da wegzuklatschen. Ich hab noch echt viele Lucky Blocks, ne? Ich hab den Felix-Bogen. Guck mal, Chestplate. Oh ne, das buggt irgendwie. Ich wollte eigentlich rüberschießen, aber das sind so komische Dinger. Danke, Phil, dass du mir deinen Müll rüberschmeißt. Kein Problem. Da unten ist ein bisschen Rüstung, falls du die brauchst. Oh, danke. Ich habe ja selbst keinen Stuff. Phil, du wirst schon. Mann, die Crystal haben bisher nur enttäuschende Stuff hier abgeliefert. Nein, das ist, Mensch. Ja. Ist die Nine Chestplate gut, oder? Die Nine Chestplate? Ja, genau. Boah, musst du mal gucken, Phil, weiß ich nicht. Ich denke nicht, okay. Ich habe aber die Leviathan-Hose, passend so quasi das Gegenteil von deiner. Von deiner Hose. Oh mein Gott. So. Oh, das war rot, Leute. Rot ist immer gut. Galaxy Gas. Oh. Nein. Hast du das eingesetzt? Ja. Phil, das ist das OP-Item schlechthin. Du hättest mich instant killen können damit. Mann. Das konntest du, aber ja, weißt du natürlich nicht. Oh Mann. Jo. Oh nein. Ich habe mir die restlichen Blöcke ins Inventar geholt. Damit wir jetzt hier nochmal schön alles öffnen können. Phönix. Ich habe halt auch voll viel Phönix-Rüstung. So, was haben wir hier? Die Wonder Boots.
ein Amazonienschild. Weiß ich gar nicht, was das kann, Leute. Alter, was ist das? Amazonienschwert, ein hartes Holzschwert, Leute. Das haben wir doppelt, das brauchen wir auch nicht. Okay, Leute. Ich würde sagen, die Crystal und die Dönerröschen nehmen wir uns zum Schluss auf, weil die sind nochmal richtig OP, Leute. Weil ich bräuchte noch eine geile Waffe bisher, so waffenmäßig. Ist noch nicht so geil. Oh Gott, macht mir das Damage? Ja, geht, Leute. Was haben wir denn hier bekommen? Oh, warte mal, das ist Beinschutz. Als ob du noch eine Hackerrüstung... Kann man so viel erkannt. Das ist sehr schön. Die ist echt mega stark. Keksos, ist sie gut? Die habe ich auch, glaube ich. Ich habe irgendwas Keksmäßiges habe ich auf jeden Fall. Ja, okay, komm, Leute, wir haben Jake's Suit-Helm. Oh, danke, Phil. Ich hoffe, die ist jetzt nicht gut. So. Ja, ich habe sie. Kekshose, jawohl. Das wirst du noch bereuen, ey. Nein. Ja, aber so nicht. OP ist die, glaube ich, nicht. Wie die Chestplates. Wir machen den und den und den. Und dann kommt die OP-Blöcke, Leute. Phönix haben wir dann. Oh, werfbare Milch. Die ist sehr nice. Enchantment Table. Okay, Leute, jetzt die Crystal. Da habe ich noch richtig viele sogar von. Noch 4 Stück. Komm, Crystal. Ah, das sind Tränke. Nochmal ein Trank. Oh, der ist mega nice. Armor Destroyer. Oh Gott, das sieht OP aus. Das sieht Alter, OP aus. Die Items, die sind echt krass. Crystal Material. Tja, Phil, mein Lieber. Das ist gut. Daraus kann ich mir auf jeden Fall ein Schwert craften. Also, ich hab 59 Crystals. Meinst du das? Nee, Crystals? Was ist das? Die Crystal Material habe ich. Oh, nee, gut. Ja, die sind mega. Das ist, glaube ich, die stärkste Rüstung, die es überhaupt gibt. Jetzt mal, ich glaube, das ist real. Ja, ich glaube schon. Ach, ich glaube, die wurden gepatcht. Die sind, glaube ich, wie heftig sind die? Wie viel Rüstung geben die? Warte, ich weiß es eben nicht. Weil also, achso, da steht 118. Ja, dann wurden die gepatcht. Okay, die sind, ist immer noch mega stark. Ist immer noch mega stark. Ja, das stimmt. Aber die haben früher, haben die übelst viel gegeben. Also richtig viel. So, okay, Leute, das haben wir schon mal. Ja, doch, das ist schon gut. Ja, ist mega gut. Ich glaube, Dia gibt wie viel? Also, Full Dia gibt, also, glaube ich, 20. Also, die Phönix geben dir 21 nur. Ja, und das ist und schon besser als Dia, glaube ich. Ja, klar. Oh, was haben wir hier denn bekommen? Zerstört negative Effekte. Oh, das ist mega. Yo! Ich hab ein Amulett, das zerstört alle negativen Effekte, sobald ich sie bekomme. Was? Das nehme ich doch mal gern, Leute. Eile 10. Na gut, das ist ja doppelt gemoppelt, Leute. Das haben wir ja schon. Zack. Und dann mal ein nices Schwert. Nur für Verbrennung. Okay, benutzen wir mal. Okay, Leute, ich check nochmal kurz, ob wir jetzt durch sind. Ja, wir haben alle Blöcke geöffnet. Wir rüsten uns jetzt kurz aus, Leute. Und dann battlen wir uns. Heute im Battle habe ich mir noch eine volle Crystal-Rüstung gecraftet, Leute. In Kombination mit einem Adventure-Time-Helm. Hier haben wir ein bisschen Backup, Leute. Ich kann auch noch kurz gucken. Wir haben jede Menge Backup, Leute. Wir können uns auch noch mehr Crystal craften. Hier haben wir noch den ganzen Stuff auch noch, ne? Was wir alles nicht brauchten. Wir haben ein paar cool, paar sehr coole Tränke, Leute. Die nehmen wir auf jeden Fall. Das beides ist mega OP in Kombination. Wir haben einen coolen Bogen, eine coole Bazooka. Phil, ich würde sagen, bist du bereit, mein Guter? Ja, ich bin ready. Okay, dann wünsche ich dir viel Glück, ne? Runde Nummer 1. Ja. Ja, moin. Alter, yo! Als ob... Was? Nein. Hey, wieso hat's deine Rüstung zerstört? Ah. Mach mal nee. Hey, nee. Ich hab doch den Korrosionspotion auf dich geschmissen. Wieso? Was? Ach, Mann. Sehr füllen, ne? Die hat, gut, mich ja? Nicht, hat die mich getroffen? Ich glaube schon, ja. So, ich schmeiß jetzt hier was rüber. Alter, ich bin auch hier am Vorbereiten für. Was machst denn du? Okay. Dann nicht mal los. Ich hab hier den Magic Meteor. Nimm das! Alter, der war viel heftiger als gedacht. Jo. Oha. Bam. Oh nein. Okay, Leute, solange mein Adventure-Helm noch da ist, ist noch alles gut. Ja. Ich habe ja noch hier dieses nette Teil. Alter, was ist denn da? Oh, danke, du hast das Feuerwerk gemacht, sehr freundlich von dir. Ich habe ja noch das hier mit Verbrennung 30.000. Ach, jetzt reicht's mir mit dir hier. Herz ab! Oh, what? Ich schieße einen Euro-Schein-Bazooka auf dich, aber irgendwie treffe ich nicht. Nix da, Mann. Was? Wie? Warum gehst du nicht down? Warum gehe ich so schnell down? Tja, Phil, das sind die Lucky Buck-Erfahrungen, mein Guter. Was? 2-0 für mich, Leute. Wir machen noch eine kleine Alles- oder Nichts-Folge. Dings Battle. Ich nehme mal das hier. Okay, Phil, bin ready. Das hält aber nur eine Minute. Ja, ich bin auch ready. Dafür greife ich mal an, das hält nur eine Minute. Okay, der Bogen ist irgendwie so komisch, dass der nicht so richtig schießt. Kann ich fliegen? Jetzt, komm. Okay, Leute, ich muss unbedingt hier, das ist wichtig, so. Jetzt habe ich 2 auf einmal gegessen. Phil, lass mich doch mal! Ich will das hier schmeißen! Wenn du aber rumfliegst, geht das nicht. Nein, was? Och, Mann!
Jo, Leute. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Nicht vergessen, den Like-Button zu flanken, wenn ihr mehr Episoden sehen wollt. Und, Leute, Phil ist in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt da auf jeden Fall mal rein. Da haben wir nämlich auch erst noch eine coole Episode aufgenommen. Die kommt dann in 2 Wochen bei ihm. Das stimmt. Okay, Leute, dann sehen wir uns morgen. Vergesst nicht zu abonnieren und auf das Video zu klicken, wenn ihr zur letzten Folge Minecraft Zombie Escape Folge Nummer 1 wollt. Dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Tschö. Ciao.